Wilde Tage beim VfB. Nach nur 2 Siegen in 7 Spielen trennten sich die Oldenburger von Trainer Benjamin Duda. Man sah das Saisonziel Regionalligameisterschaft gefährdet. Heute gegen Havelse muss erstmal Co-Trainer Frank Löning ran. Für die Viertelfinalpartie unterbrach der 42-Jährige seinen A-Lizenz-Lehrgang. Dauerlösung soll Löning statt jetzt aber nicht sein. Die konkretesten Gespräche gibt es laut Kicker-Informationen mit Alexander Nuri. Konkret wird es auch auf der rechten Seite. Da läuft Kapitän Möschel. Das ist Raphael Brandt und aus dem Rückraum Kramer Krasniqi. 11. Minute! Sauberer Start für die Gäste, die auswärts in 4 Ligaspielen nur einen ihrer 8 Punkte holen konnten und obendrein bisher die meisten Gegentore bekommen haben, nämlich 14. Schon der Schuss von Brandt nicht ungefährlich. Krasniqi im 16er unbetreut, aus TSV-Sicht doof, dass ihn keiner auf der Rechnung hatte. Knappe 20 Minuten später. Der Tabellen-9. kombiniert sich mit starken Pässen durch die TSV-Abwehr. Aurel Lubungu Mbungu kurz davor auf 0:2 zu erhöhen. Einige Minuten später Freistoß Havelse. Der kommt gut auf den Kopf von Mika Stuhlmacher. Der verpasst den Ausgleich nur knapp und ärgert sich. Nur 5 Punkte auf dem Ligakonto der Gastgeber, 3 davon haben sie vor einem Monat hier zu Hause gegen den VfB geholt. Ein erneuter Sieg heute würde den Saisonstart erheblich verschönern. Dabei könnte ein Elfmeter helfen, wenn es denn einer wäre. Oben an der Schulter ist mir das zu wenig und ob Oldenburgs Schröder seinem Gegenspieler da wirklich auf den Fuß tritt, lässt sich anhand der Bilder nur schwer beurteilen. Mit 0:1 geht's also in die Halbzeitpause und die erste Aktion nach dem Seitenwechsel, die gehört den Gastgebern. Der lange Einwurf zunächst geklärt. Das war Düker, der Ball wieder bei Riedel. Schöne Flanke, Stuhlmacher 1:1 und der TSV ist wieder dran. Mika Stuhlmacher, 2. Versuch per Kopf und beim 2. Mal ist er dann auch drinne. Havelse belohnt sich 5 Minuten nach dem Seitenwechsel. Opener, diese Flanke von Riedel und Stuhlmachers Kopfbälle, immer gefährlich in diesem Spiel. Der hier schlägt ein. Knappe Stunde auf der Uhr, der TSV will die Führung. Elia Kim Kukanda, wieder Stuhlmacher, wieder Kopfball, aber dieses Mal nicht so scharf gestellt, obwohl er doch so frei war. Den Freistoß hier tritt Marco Schläf. Peitzmeier zum ersten. Kolgeci und wieder Peitzmeier. Boah, war der wichtig. Kukanda hätte dem VfB safe den Saft abgedreht. Im Pokal gibt es keine Verlängerung. Beim Unentschieden geht es direkt ins Elfmeterschießen. Und darauf lief es in dieser Partie auch hinaus. Schläft nochmal mit dem beherzten Einsteigen. Wenige Minuten vor Schluss und kurz vor Feierabend. Dann nochmal der Wechsel fürs Elfmeterschießen bei Samir Fercicis Mannschaft. Die Erfahrung auf 2 Beinen kommt. Der 40-jährige Alexander Dlugajczyk löst den 19-jährigen Tom Opitz ab. Frank Löning schwört sein Team jetzt nochmal auf das anstehende Elfmeterschießen ein. Erster Schütze der TSV ist Florian Riedel. Souverän verwandelt. Als nächstes der VfB-Kapitän Patrick Möschel. Den setzt er mutig unter die Latte. Retter Marco Schläf ist der nächste. Und Peitzmeier hat die richtige Ecke. Der VfB Oldenburg jetzt mit dem großen Vorteil, wenn sie denn verwandeln. Marc Schröder geht nun zum Punkt, der fast Elfmeter verursacht. Im Spiel ist es ja gut gegangen, aber hat er das Glück jetzt auch im Elfmeterschießen? Ja, Dlugajczyk zwar in der richtigen Ecke, aber er kriegt den Ball nicht zu fassen. Besford Kolgeci mit dem nächsten Versuch. Und der ist erfolgreich. Havelse hält sich über Wasser. Nun läuft der frühe Torschütze Krasniqi an. Und das macht er sicher ins linke Eck. Eliakim Kukanda, der Mann mit dem guten Stellungsspiel. Unaufgeregt rein ins Tor. Jetzt ist der eingewechselte Drilon Demay dran. Wieder hat Dlugajczyk den richtigen Riecher, aber kommt nicht an den Ball. Julius Düker tritt zum Punkt.
Der TSV hängt zurück. Düker muss jetzt treffen. Der ist aber nicht gut geschossen. Peitzmeier hält und Oldenburg ist im Halbfinale. Was für ein Fußballspiel. Der VfB geht früh in Führung, der TSV gleicht aus. Es gab gefährliche Chancen und dann dieses Elfmeterschießen als Krönung. Für den VfB geht es im Halbfinale am 3. Oktober dann gegen Blau-Weiß Lohne. Ja, erstmal grundsätzlich ist es immer eine schwierige Phase, wenn ein Trainer entlassen wird, dass dann alles erstmal durcheinander gewirbelt wird. Aber wie gesagt, ich bin der Co-Trainer, ich springe dann in dem Moment natürlich ein und wir wollen Erfolg mit der Mannschaft, vor allen Dingen für den Verein und für die Fans, die heute wieder zahlreich hier waren für diesen Support. Für mich persönlich ist halt klar, ich bin gerade im Lehrgang, mache meine A-Lizenz, deswegen ist das noch ein bisschen hektischer. Also war jetzt gestern kurzfristig wiedergekommen, eigentlich wäre ich jetzt bis heute Abend noch weg gewesen. Aber wie gesagt, dafür lebt man, dafür macht man das und so waren die Tage halt kurz. Ich hatte nicht viel Zeit mit der Mannschaft, vieles zu trainieren, aber wir wissen unseren Stil und für uns war es heute wichtig, einen Kampf anzunehmen, hierher zu kommen und irgendwie das Ding zu gewinnen oder die Runde weiterzukommen. Und ich glaube, das haben wir eindrucksvoll bewiesen. Wir haben gegengehalten, wir müssen ein, zwei Tore mehr machen, bevor Havelse ein, zwei richtig gute Chancen hatte. In der zweiten Halbzeit haben wir dann nur noch verteidigt teilweise, haben einige Angriffe, die dann nicht zum Erfolg geführt haben. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns nicht dafür entschuldigen, dass wir uns dann in die Verlängerung retten oder beziehungsweise ins Elfmeterschießen und dann dieses Glücksspiel halt auf unsere Seite gezogen haben. Ja, am Ende ist fußballerisch natürlich wirklich tut's weh, weil wir, glaube ich, über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft sind. Also nicht nur minimal, sondern klar die bessere Mannschaft. Wir laufen natürlich dem 1-0 hinterher. Ich glaube, es ist der einzige Torschuss in 90 Minuten, der gefährlich wird. Gleichen dann in der zweiten Halbzeit zum 1-1 aus und sind ab dem Momentum klar die bessere Mannschaft. Haben in der ersten Halbzeit auf jeden Fall noch eine Situation, wo es einen klaren Elfmeter geben muss. Ich habe es mir noch mal im Video angeschaut. Trifft ihn oben und bringt ihn dann aus dem Gleichgewicht da. In der 24. oder 26. Minute und sind ab dem Zeitpunkt eigentlich am Drücker, haben dann oftmals das Pech, dass da noch ein Fuß zwischen ist. Ich glaube, die klären dreimal auf der Linie, haben dann hier in der zweiten Halbzeit nochmal 5-6 Aktionen, wo wir eigentlich das Spiel dann für uns entscheiden müssen. Ja, letztendlich tut es mir leid, dass es dann keine Nachspielzeit in der Form gibt, weil ich glaube, dann hätten wir das Spiel letztendlich gekillt, weil wir auf jeden Fall im Kopf drin waren von Oldenburg. Elfmeterschießen ist dann immer 50-50, Coinflip. Diesmal hat es Oldenburg gezogen. Für uns total bitter, weil ich muss es sportlich bewerten und wir haben eine wirklich unfassbar gute Leistung gezeigt gegen einen richtig guten Gegner. Tut weh, dass wir heute dann halt nicht mit dem Weiterkommen belohnt wurden.